Jetzt noch ein paar Teufels, die jetzt eingehen, ist das vollkommen okay. Dann haben wir trotzdem noch genug Herzen. Hier nochmal gucken. Jawohl, weg. So, war das hier der Boss? Ja, hier ist der Boss. Machen wir das so. Ist egal, ob wir jetzt diese Stage schon das Herz kriegen oder nächste erst. Mein Gott, vollkommen Rille. Der Wheel. Alter, wie der die verfolgt. Das sieht echt so geil aus. Egal, wo die sich verstecken. Mein Laser, der findet die. Oh, was? Wir wurden getroffen? Oh Gott. Okay, wir kriegen Steven. Oh, der Damage ist real, Leute. Und? Guppies Paw und das Messer. Und die Schaufel. Die Schaufel. Die gute alte Schaufel. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Schaufel, die können wir einmal benutzen. Na, ja, okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Schaufel mal benutzen? Also wollen wir die mitnehmen? Ich glaube, das hier brauchen wir nicht mitnehmen, Guppies Paw. Monster Manual bringt eigentlich auch nicht. Wir nehmen mal die Schaufel mit. Damit haben wir nochmal eine Chance, eventuell so ein Black Market zu bekommen. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Unsere goldene Krone ist leider einfach schon verschwunden. Das brauchen wir nicht. Lassen wir einfach mal. Wir haben jetzt so einen krassen Damage, ne? Vor allem mit Steven noch dabei. Vor allem, weil wir ja auch permanent jetzt die Homing-Shots haben, ne? Guckt euch an, wie der Laser abspackt. Wenn da mehrere Gegner in einem Raum sind, das sieht so geil aus. Vor allem, was der auch für eine Range hat, ne? Ist einfach heftig. Du kannst einfach über die halbe Karte da Leute anvisieren. Nice. Easy, Popeasy. Wow. Selbst die Viecher da unten habe ich noch getroffen. Awesome. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch ein bisschen ausreizen können. Ob wir den Effekt irgendwie noch ein bisschen verbessern können. Mit einem Item. Hm, das ist die Womp. Wir kriegen ja auf jeden Fall noch zwei Teufelsdeals. Da könnt ihr noch irgendwas Cooles. Also ich sag mal so, Guppy zum Beispiel wäre ja heftig, ne? Guppy wäre richtig heftig. Es würde, denke ich mal, nicht großartig was ändern. Weil der Run eigentlich schon relativ free ist. Aber es würde auf jeden Fall unseren Damage-Output nochmal heftiger machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unseren Brimstone auch großartig buffen können. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht. Weil wir damit schon... Machen wir einfach so. Zack. Weil wir damit eh schon ziemlich krassen Output haben an Damage. What? Was war denn das für ein scheiß Secret-Raum, ey? Oh, da kannst du natürlich auch Pech haben, ne? Dass da sowas drin ist. Das ist natürlich überhaupt nicht worth. Aber guckt euch das an, ne? Also vom Damage her geht da noch eine Menge. Verursachen natürlich ein bisschen Schaden, aber... Wow. Wie torpedomäßig die Hände da runter kamen. Demon Baby, okay. Easy. Das ist halt so eine Sache, die den Savior Mod teilweise auch, die Savior Mod ziemlich, ziemlich um einiges einfacher macht halt. Weil man in Schatzräumen zum Beispiel auch noch manchmal Kisten hat oder manchmal hat man ja gesehen, ne, für das eine Teufelsstil-Item mussten wir gar nichts bezahlen. Das war einfach komplett free. Ist natürlich echt heftig, ne? Komplett freees Item. So, wir gehen nochmal da oben hin. Denn ich möchte eigentlich nochmal gucken, dass wir nochmal unsere Schaufel benutzen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir könnten auch nochmal ein bisschen Leben opfern. Und in den Bosskampfraum gehen. Schade. Schade, schade. So, hier gucken wir nochmal rein. Ein Scheißhaufen. Okay. Warte mal, jetzt können wir doch theoretisch hier rein, ne? Der lässt sich doch wegsprengen, ja. Jo. Ups. Easy. Ah, die Hälfte ziehen wir ihm ab. Ist okay.
Ich denke mal, damit kann man leben, oder? Mit einem Laserstrahl die Hälfte des Lebens kann man, glaube ich, mit leben. Gut, dann gibt es für uns jetzt hier nichts mehr zu tun. Wir haben alle Secret-Räume abgegrast. Wir haben alle Sachen mitgenommen. Hier so eine Münze kann man mal mitnehmen, aber das ändert ja nicht viel. Und dann können wir zum Boss gehen. Die gute Mutter. Mutti, Mutti, Mutti. Ah, die wird keine Chance haben gegen mein Messer. Aus der Hölle. Ich hoffe, dass es übrigens auch in den Challenges nochmal eine so eine Melee-Challenge gibt. Das wäre echt cool. Oh, was? Get wrecked, Boy. So, wir nehmen das Polaroid mit, weil wir wollen ja wieder in die Kiste. Da gibt es am meisten Swag. Alter. Dessel hat der auch noch. Oh, lol. Das ist ja richtig sick. Die Kohle haben wir auch noch. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Na, komm schon, lad auf. Ja, ich glaube, die Kohle erhöht doch einfach nur... Also sowas zumindest beim alten Isaac. Beim alten Isaac war es so, dadurch, dass die Kohle auf Range geht. Und ja, je mehr Range du hast, desto mehr Schaden machst du. Oder je weiter die Kugel fliegt, desto mehr Schaden verursacht sie am Ende. Beim Brimstone war es aber so, im alten Isaac-Teil, das weiß ich noch, da hat die einfach nur ein Flat-Damage-Upgrade bekommen. Also der Brimstone-Laser. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt in dem Teil hier ist. Ich könnte es mir vorstellen, dass es hier genauso ist. Dass man halt sagt, jo, Brimstone hat sowieso schon eine krasse Range. Geben wir dem Brimstone jetzt einfach nochmal ein Damage-Upgrade. What? Ach, das ist ein Curse of the Maze. Okay, ich hab mich schon gewundert. Alter Schwede, was ist denn das für ein Raum hier wieder? Hey, komplett weird. Purified Poop. Kann man mitnehmen? Muss man nicht. Wir gehen nochmal hier hin. Hier haben wir nämlich aufgesprengt. Wow, das ist ja nix. So, da drüben ist der Secret-Raum. Dann gehen wir mal dahin. Da dürfte nämlich wahrscheinlich auch der Boss sein. Na, komm, lässt du mich durch? Na komm. Wow, das war's. Eine Hand. Ah, schade. Irgendwie habe ich kein Glück mit dem Black Market. Ah, schaffen wir nicht. Shit! Wir brauchen noch eine weitere Hand. Zack. So, hier nochmal wegsprengen. Dann kriegen wir nochmal den Secret-Raum. Ah, Gott. Lass mich rein! Ey, schon wieder so ein Typ. Was soll denn das? Gut, ab geht's zum Boss. The Fallen in Double Trouble, glaube ich, ne? Das ist zum Beispiel auch gar nicht so easy. Klar, es ist natürlich jetzt bei uns easy, weil wir ultra den krassen Damage haben. Aber normalerweise ist das ja nicht easy. Ist ja ein Double Trouble Fallen Boss, der echt ganz schön reinhauen kann, wenn man scheiß Items hat. Necronomicon, Mass Room Damage, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Der Nagel und Gimpy. Ich würde sagen, da können wir eigentlich mal mitnehmen. Wir nehmen erst Gimpy mit und dann den Nagel. Ne, das ist immer wichtig. Wenn ihr zwei Herzen Contract habt und dann... The fuck, lädt sich der Nagel... The fuck, lädt er sich in einem Raum auf? The fuck, wir nehmen den auf jeden Fall mit. Alter, lädt er sich echt in einem Raum auf? Das kann nicht sein, oder? Das wäre komplett broken. Warte mal, wir gehen nochmal in den Sündenraum. Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Das, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist, aber wenn es so wäre, wäre er komplett broken. Dead Sea Scrolls. Kann man mal aufheben? Ich glaube, der legt sich echt in einem Raum auf. Weil das Zeichen ist, bedeutet eigentlich ein Raum. Nee, doch nicht, okay. Das haben die anscheinend nur geändert hier. Sehr merkwürdig aus. Es hätte mich auch sehr gewundert. Das wäre nämlich komplett broken gewesen, wenn man den Nagel innerhalb eines Raumes jedes Mal aufladen könnte. Das wäre ja komplett gestört. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. War der letzte Teufelsdeal und deswegen habe ich auch all meine Herzen getauscht. Also ganz wichtig, Leute, ne? Habe ich mir auch gemerkt. Wenn ihr zwei Herzen habt und ihr habt einen Zwei-Herz-Trade, dann macht zuerst den Ein-Herz-Trade und danach den Zwei-Herz-Trade, weil ihr sowieso das Item mitnehmen könnt, egal ob ihr jetzt nur ein Herz habt oder zwei. Das ändert sich nicht, da ändert sich nichts. Ihr könnt den Devil-Deal immer eingehen. Ist immer sehr wichtig. So ein kleiner Trick.
Die Triple Shot Variante hatten wir aber auch schon lange nicht mehr, ne? Wie geil das manchmal aussieht, ne? Wie der manchmal so richtig rumzwirbelt, ey, dieser Laser. Richtig geil. So, ich hätte gerne noch einen. Okay. Alter. Also jetzt kriegen wir den Triple. Schade. Jetzt haben wir sogar noch Schaden bekommen, weil wir da drin. Oh, das ist nice. Alter. Wow, wie weird. Wie weird sah das denn aus? Ja, wir nehmen einmal Schubdawupp auf, kriegen dann das Item wenigstens nicht mehr in unserem Itempool und gehen mal kurz hier rein. Ich hoffe im Black Market. Black Market, Black Market. Ah, Kacke. Da hätte ich mich gefreut. Nur ein paar gammelige Schlüssel. Das ist ja echt schade. Kann man hier hochfliegen? Das ist auch cool. Normalerweise kann man hier nämlich nur hüpfen. Das ist auch geil, dass es dass Isaac dann so in so einer Art Mario-Variante gibt, wie früher, wo man einfach so seitlich läuft. Und dann kann Isaac sogar hüpfen. Finde ich echt cool. So, was haben wir da? Wow, was ist denn das für ein Secret-Raum? Ist auch ein großer. Da bin ich ja mal gespannt gleich. Gehen wir mal auf Cooler benutzen. Buttpenny. Nehmen wir mal mit. Okay. Aber irgendwie haben sich die Räume bis jetzt noch. Haben sich die Räume noch nicht gelohnt, ey. Also die, wo man zwei Schüsse reinmachen kann, haben sich bis jetzt noch nicht so wirklich rentiert. Ich weiß nicht. Finde ich schade. Okay. Schön am Rumfurzen hier, der Boy. So, wir gehen nochmal in den Kampfraum, Bosskampfraum. Ja, machen wir mal, komm. Was soll der Geiz? Vielleicht haben wir ja irgendwas. Wow. Wie geil ist das bitte, ey? Das ist echt Wahnsinn. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe für alle, die jetzt. Ich werde jetzt einen Spoiler verraten zum neuen zum neuen Afterbirth. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann schaltet kurz stumm. Für, weiß nicht, 20 Sekunden oder was. Und dann ist wieder alles gut. Ich gebe euch am besten ein Zeichen. Wenn ich die Hand hebe, dann ist der Spoiler vorbei. Ja, und zwar wird es beim Afterbirth ein Daily Seed geben, bei dem man täglich einen Random Seed spielen kann, der nur an diesem Tag verfügbar ist. Ich denke mal, diesen werde ich dann auch echt immer machen und vielleicht darüber immer ein Video machen. Denn diese Seeds haben immer besondere Auswirkungen, besondere Bonis und so. Da finde ich eigentlich echt sehr interessant. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, dieser Daily Seed. Ob das immer so eine kleine Challenge ist. Und es wird sogar so ein Score-System geben, bei dem man pro Run Punkte sammeln kann. So eine Art Highscore. Und sich dann mit anderen wahrscheinlich online messen kann. Das wird echt awesome. Also da bin ich mal wirklich gespannt. So, Spoiler vorbei. Der Spoiler King Perik. Ich finde das immer besser, wenn ich euch dann nicht vorwarne, das wäre dann ein bisschen kacke, bevor ich euch da einfach spoiler. Wäre das ein bisschen scheiße. So. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt gleich auf den Raum. Was da so auf mich wartet. Ich heb mir auch den Nagel extra auf. Ich weiß nicht, ob ich den für den Raum benutze. So. Ah, so einen Raum hatten wir doch schon mal. Gut, wir nehmen Brimstone mit. Curved Horn und. Oh Gott, das ist echt ein krasser Raum. Wenn du so einen kriegst, ne, dann hast du natürlich echt gewonnen. Weil wir haben nicht nur Attack Speed jetzt bekommen. Boah, lol, Alter. Sondern auch noch die krassesten Trinkets überhaupt. Cancer und Curved Horn. Das sind, ja, die besten Trinkets, ne. Aber ich weiß nicht, das macht zum Beispiel diese Mod hier wieder relativ easy, ne. Weil du halt so ein super krasse Sachen bekommen kannst, indem du einfach einen so einen Raum findest. Ich meine, wenn man mal bedenkt, so heftige Sachen haben wir ja gar nicht gefunden. Es sind jetzt natürlich ein paar Items, die sehr stark sind. Aber letztendlich ist es Brimstone und der Geist, ne? Brimstone, der Geist. Ansonsten Schadensupgrades großartig. Steven haben wir halt bekommen. Eves Mascara haben wir uns gekauft. Was halt auch nur in dieser Mod möglich ist, weil wir ja dieses Item in so einem Arcade-Raum gefunden haben. Aber trotzdem echt heftig. Also ich finde, manchmal ist die Mod eher noch ein bisschen leichter sogar als schwieriger. Vor allem hier bei Mutter, ne? Ich meine, wir können ja hier sogar fliegen. Das ist schon echt, ganz schön easy dann. Ganz schöner Easy-Mode.
Ich würde echt zu gerne hier reingucken mal, weil wir hatten ja schon mal einen Holy-Raum und da war sogar ein Item drin. Ich glaube, wenn man hier in den Satan-Raum geht, hat man bestimmt auch ein Item. Aber wir wollen ja in die Kathedrale und ich bin mir nicht sicher, wenn ich da rauskomme, ob dann die Kathedrale noch da ist. Deswegen, ja, lasse ich das lieber. Und wir gucken das jetzt mal so. So, hier werden wir, glaube ich, durchflitzen. Durch die Ebene. Weil hier gibt es nämlich nicht so viel. Wenn wir jetzt hier nochmal den Magic Mushroom kriegen sollten, werden wir den auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn er vielleicht nicht so toll ist. Balls of Steel, I Can See Forever, Lemon Party, Lockdown, Amnesia und Tears Down, ne? Ja. Okay. Ha, das sieht echt super lustig aus. Wow, das ist ja fies. Der kann ja gar nichts machen. Der ist ja eingesperrt. Das ist ja richtig scheiße. Der arme Boy, der kann ja nichts machen. Aber wir hätten den... Da würde ich zum Beispiel auch mal wissen, ne? Was machst du, wenn der Boss eingesperrt ist und du hast keine Bomben? Was machst du dann? Also du musst den ja rausspringen. Ansonsten hast du ja keine Möglichkeit, den irgendwie zu töten. So, was machst du aber, wenn du keine Bomben hast? Was machst du dann? Das wäre ja übelst kacke. Dann kannst du ja theoretisch gesehen den Raum nicht machen, weil... Ich weiß nicht, ob er sich selber wegsprengt, wenn du nah genug rangehst. Boah, lol. Epic Fetus ist das doch, oder? Oh, warte mal, erstmal nehmen wir das mit. Cross Tears. Na komm, ich will es einmal sehen. Ach komm schon, jetzt stell ihn nicht so an. Also. Epic Fetus, wollen wir den mitnehmen? Boah, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob es Epic Fetus ist oder nur Fetus. Aber ich glaube, wir lassen es einfach mal. Der Kompass. Der gute. Evas Passage. Ansus Vision. Ah, schade. Ich habe gehofft, da kommt vielleicht eine, mit der wir das Ganze verdoppeln können. Suicide King konnte ich leider auch noch nie wirklich spielen. Das ist auch ein bisschen schade. Oh, lol. Alpha und Omega, Leute. Es ist back. Das Alpha und Omega ist back. Ja, das ist echt sick. Dieser Raum ist echt heftig. Weil ihr müsst bedenken, ne, wenn man hier viele Bomben hat, dann ist das halt ultra sick, weil man super viele Herzen bekommt, ne? Genau deswegen finde ich halt die Mod auch teilweise echt ein bisschen easy. Also zumindest, was heißt easy, aber zumindest leichter als jetzt zum Beispiel beim normalen Run vielleicht, ne? Da hast du halt in der Kathedrale nicht solche krassen Möglichkeiten, ne? Da kannst du nicht solche Items finden. Von daher, ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ihr auch der Meinung seid, dass das dadurch ein bisschen leichter ist irgendwie. Oder ob ihr meint, ja gut, ist zwar leichter, aber letztendlich sind dafür die anderen Sachen ja um einiges schwieriger. Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wir werden jetzt zum Boss gehen. Ich guck mal gerade. Ja, wir werden zum Boss gehen. Oh, ich werde mal den Nagel benutzen. Boah, Alter, dieser Effekt mit Loki's Horns, ne? Ah, scheiße, ich hätte mich hier hinstellen müssen. Oben links hätte ich mich hinstellen müssen. Habe ich mir gemerkt, ne? Ganz schön klug von mir, oder? What? Oh, nee. Noch geschafft. Easy. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Dinge hier mit und dann gehen wir in die Kiste. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt erwarte ich richtig sicke Items. Gib mir sicken Scheiß. Halo of Flies. Book of Shadows. Telepathie für Dumme. Odd Mushroom. Ja, das ist mir auf jeden Fall eine ordentliche Fire Rate. Gut. Book of Shadows brauchen wir nicht. Wir nehmen den Nagel mit und dann gucken wir mal. What the fuck? Ist das? Oh, what? Das habe ich gar nicht geachtet. Oh Gott, ist das dumm. Holy shit, Alter. Das ist ja ein richtig krasser Raum. Das ist Abel. Den nehmen wir mal mit. Leider, ja, leider greift der nur so an wie normaler Buddy. Also nicht mit dem Schuss, den wir auch selber haben. Wäre echt cool, wenn er alles mirrorn würde, ne? Wenn er auch den Brimstone halt mirrorn würde. Aber das ist leider nicht so.
Lol. Easy. Easy Mode. Oh. Na, der Raum hier ist eigentlich relativ easy, sowas, ne? Ich meine, erstmal sind die ewig festgekettet. Wenn die mal loslaufen, dann hast du echt ein Problem. Aber vorher, Easy Mode. Totaler Easy Mode. Hier lohnt sich auch echt, dass wir diesen Lenkschuss mitgenommen haben, ne? Dadurch ist Brimstone halt um einiges effektiver. Ah, ihr seht schon, was ich meine, als ich gesagt habe, es ist ein Freerun, ne? Das ist halt einfach, wenn, sobald du Brimstone hast und wenn du dann auch so Lenkschuss hast, ein paar Damage-Upgrades bekommst, dann kannst du halt echt fast gar nicht mehr verkacken. Geht einfach nicht mehr. Aber irgendwie lassen die Items hier auch nach. Also man kriegt hier nicht irgendwie viele Items oder so. Finde ich manchmal echt schade. Gerade in der Kiste hofft man ja eigentlich nochmal darauf, so richtig geilen Scheiß zu bekommen. Aber irgendwie... irgendwie lässt das heute auf sich warten. Schade eigentlich. So, wir müssen da oben lang. Ah, da oben ist auch schon der Boss. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal hier lang. Wow. Wir können einfach alle drei damit treffen, direkt. Wow. Easy Mode. Boah. Lol. Das sah lustig aus. Das sah auf jeden Fall echt funny aus. Oh, los. Krass, ne, dass auch die Laser, wenn wir die nach hinten schießen, halt lenken. Das ist echt heftig. What? Alter, das ist fucking Isaac. Was soll denn das? Oh Gott. What the fuck? Das ist einfach fucking Isaac gewesen. Cool, Leute, wir gehen nochmal hier unten rein. Wurf. So, wir gucken nochmal hier. Oh. Nochmal die Möglichkeit auf dem Black Market eventuell. Oh ja. Holy shit, was ist denn das? Lol. What the fuck ist denn der Scheiß? Was haben wir hier? Cancer. Und Dry Baby. Okay, nice. Cool. Das ist doch mal ganz cool. Wir haben eigentlich ein HP-Upgrade bekommen, aber irgendwie auch doch nicht. Egal. Aber da seht ihr, was ich meine, ne? So ein Black Market, der ist hier in dem Savior-Mod halt auch ganz anders. Und das ist doch mal echt lustig, finde ich. Dass sich dadurch nochmal eine ganze Menge geändert hat. Wie gesagt, die Kiste könnte für mich noch eine Spur heftiger sein. Aber naja. Wir wollen es ja vielleicht auch nicht direkt übertreiben. So, dann gehen wir zum Boss. LOL, das ist Double fucking Double. What the fuck? So, das ist auf jeden Fall normaler Fetus, wie man sieht. Alter Schwede. The fuck, Alter? Dieser Boss. What the fuck? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir hier den Joker benutzen. Alter, die halten ja super viel aus, die Boys. Also ihr seht schon, ne? So viel Schaden haben wir gar nicht dabei. Alter. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man gegen die beide kämpfen muss und vielleicht nicht so die krassen Items hat, ne? Ich meine, wir haben jetzt ultra viel Leben und nur blaue Herzen, ne? Aber wenn ich mir das sonst vorstelle, da wäre das echt, glaube ich, sick. Gut, wir benutzen mal eben kurz den Joker. Wow, wir können echt noch hier was kaufen. Das ist ja geil. Zack. Dead Cat. Contract from below und Duck Boom. Gut, dann gehen wir hier rein. Und damit haben wir den Run geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir werden beim nächsten Mal wieder eine Challenge machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt immer so abwechselnd machen, aber wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal eine ganz normale Challenge machen hier von der Mod. Die nächste würde ich einfach sagen, damit wir nicht durcheinander kommen.
Und dann, ja, hoffe ich, euch hat es gefallen. Schreibt das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Tschüss.